Hallo und herzlich willkommen hier bei Word of Play. Ich bin der Lutz und wir sind hier wieder bei Fallout 4. Und ich bin gerade leicht verwirrt. War ich nicht in der letzten Folge hier an der Stelle schon mal? Ja, kann sein, weil die letzte Aufnahmesession war ja wirklich... Ja, lasst es mich so ausdrücken, wir sprechen nicht mehr davon. Auch frei nach dem Motto, spreche niemals über den Fight Club. So sprechen wir nicht über die letzte Aufnahmesession. Einverstanden? Einverstanden. Ja, die war auch scheiße. Da muss ich der Raider-Tante da unten recht geben. Jetzt lasst uns mal hier weiter gucken. Hast du das gehört? Ist die bitte. Ach du Scheiße. Ich glaube, ein Scharfschütze hat uns entdeckt. Das ist die korrekte Bezeichnung, oder? Ja, da könnte wirklich ein Scharfschütze dabei sein, weil da ist ein legendärer. Der ordentlich Damage macht. Wartet mal, wir werfen mal einen Molly runter, auch wenn es regnet. Und dann gucken wir mal. Haben wir hier irgendwo eine bessere Position? Erstmal Licht aus, dann sehe ich ein bisschen besser. In dem Falle mal. Alter, treffe ich die Tante auch mal? Ich glaube, ich habe sie gerade getroffen. Wo ist denn die? Hinter der Kiste oder was? Da ist er. Aua, 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 aua. Die tut ja wirklich kräftig weh, die Tante. Eieiei, die ist nicht gut drauf. Mit der ist halt nicht gut zu sprechen. Toll. Das war radioaktiv verstrahlt. Hier ist Götterkeule. Super. Mein Lieblingsessen im Fallout. Wenn ich Durchfall habe. So. Treffer. Regeneriert die sich? Wow, solche Gegner kann ich ja leiden. Du musst also was extrem Gutes haben. Ist doch was. Ich hole mir jetzt mal was Explosives, weil ich habe irgendwie keine Lust mehr auf die Hosen, die. Hey, wo ist die hin? Oh, shit. Okay, ich glaube, jetzt bin ich am Arsch. Das war sie nicht. Wo ist die hin? Da ist er. Seh dich. Zwar nur schwach, aber ich kann dich sehen. Das. Wie oft habe ich das jetzt schon gesagt, also? Ah, Jimsy ist tot. Genauso wie ich. Eieiei. Mal gucken, wie sieht denn. Ah ja, mein Kopf ist so ziemlich in den Arsch. Da hau ich mir mal ein Stimpack rein. Bitte hab was Gutes. Sünd. Scharf? Sündrüstung, rechtes Bein, scharf. Charisma und Intelligenz plus 1. Hallo. Ey, die hatte wirklich mal was gut. Oh, die hat ein Sturmgewehr. Okay. Ja, deswegen war die wohl so hart zu treffen, ha? Cool. Hey, ich werde mich nicht beschweren. Ein Gewehr. Kampfgewehr kurz. Ach, das ist wahrscheinlich das von der. So, dich habe ich eben noch... Oh, die wollte ich nicht mitnehmen, die Waffe. Egal. Die habe ich eben noch umgeschossen gehabt. Die habe ich schon geplündert. Und ja. Hm. Okay. Hier haben wir wohl soweit alles. Ey, aber über die Zündrüstung freue ich mich schon sehr. Freue ich mich doch schon sehr, weil... eine leere Milchflasche brauche ich nicht. Sag mal, hier war doch noch eine. Hier waren doch drei Stück. Ja, ich meine, die dritte wird jetzt nichts Besonderes haben, aber naja. Oh, was sind das da? Eine Stadt? Also, ein paar Gebäude sind da drüben. Oh, shit. Ach, ist das hier die Anstalt? Ich glaube schon, ne? Dass das die Anstalt ist, die von der letzten Folge. Ich hoffe, ich habe das Video hochgeladen, weil ich habe ja davon auch noch von dieser wirklich schrecklichen Aufnahmesession. Da! Da ist er. Von der wirklich schrecklichen Aufnahmesession habe ich ja dann auch noch die Hälfte gelöscht gehabt. Oh, cool. Das da sieht cool aus. Aber da möchte ich nicht hier rangehen. Nee, 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 nee. So, jetzt lass uns erstmal gucken, was ist jetzt eigentlich unser Auftrag, weil, hier, Sonderlieferung, bring das Serum zum Haus der Cabots. Okay, also ich könnte schwören, das haben wir doch in der letzten Aufnahme gemacht, da habe ich wohl nicht gespeichert. Yay, ich bin so intelligent manchmal. Ah, ist das nicht herrlich? Ich will jetzt wissen, was da oben drin ist. Das ist eine fette Satellitenschüssel.
Kommt man da hoch? Von da aus? Scheint so. Ich schleiche mich mal lieber an, weil... ja, das könnte böse enden. Oh, vor allen Dingen, wenn ich mir hier schon wieder das Flussbett angucke. Oh, in Fallout New Vegas hätte ich mir jetzt eingeschossen, dass gleich eine Deathclaw kommt. Eieiei. Darf ich hier hochgehen? Ohne Zwischenfälle? Ah ja, darf ich tatsächlich. Och nö, nicht gerne. Und ich will da unbedingt hoch. Bin ich dumm? Ja, bin ich. Das habe ich ja eben schon bewiesen. Okay, Knöpfchen drücken und Ständigung. Noch bin ich versteckt. Die Betonung liegt auf noch. Jetzt geht nämlich gleich Party. Party hard. Ah, ich hoffe nicht. Ja, mal gucken. Ich meine, bei einem Gun. Alarmstufe erhöht. Moment mal, das sind ja Roboter. Und da sind Gunner mit wow, mit Plasmawaffen. Ein Corporal ist da. Ja, das war voll daneben. Hallo, Herr Corporal. Sie sind leider tot. Da hinten ist ein Roboter. Den habe ich erledigt. Curie hat so geflüstert. Ich würde mal schätzen, die ist am Arsch der Welt. Wo war das noch einer gerade eben? Ah. Doch nicht? Na gut. Dann war das, waren das also bloß ihr beide. Hä? Warum komme ich da nicht? Ja. Bah. Warum erschrecke ich mich eigentlich immer so vor meinen... Oh, Aluminium. Sehr schön. Ja, etwas sehr Interessantes sogar. Warum erschrecke ich mich eigentlich immer so vor meinen Gefährten? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Wo ist denn der Corporal jetzt hin? Ah, ja. Ja. Plasma-Pistole. Ja, na gut, will ich jetzt nicht unbedingt haben. Oh, ich kann seinen Kopf looten. Ah, ja. Oh, wollte ich schon immer mal machen. Jemanden das Hirn looten. So, Haarklammern, Superkleber. Gemüsestärke. Hätte ich jemals Gemüsestärke irgendwo mitgenommen? Ich weiß es nicht. Sagen wir hier. Ordner. Jetzt habe ich da eben statt Ordner Döner gelesen. Genau, im Fallout gibt es Döner. Mit dem neuen Döner-DLC, was ich mir runtergeladen habe. Oder was ein Mod? Ich weiß es nicht mehr. Da geht's nur bergab. Ah, da hinten scheint noch was abzugehen, aber... Das kann doch nicht wahr sein. Hier ist nichts, außer diesen beiden Werkzeugkisten. Ey, das könnt ihr jetzt aber Oma Merkel erzählen und nicht mir. Ich meine, hallo, das ist ein Gunner, der muss doch Munition haben. Geschafft. Er hat doch 50 Kalibrige. Die nehme ich doch gerne mit. Ach komm, wir nehmen das mal alles hier mit. Und wieder 7 Erfahrungspunkte dafür bekommen. Ich wollte nicht runterfallen. Ich wollte ja nicht drüber gehen. Oh, da, radioaktive Fässer. Ja, warum nicht? Ich glaube, da wollte wohl einer dringend zum Ghoul werden, hä? Hier ist noch so eine Mauer hier, aber... Oh, und ich habe jetzt nicht dafür kommen zu dem Seil, ich sag mal Wohnort, aber gut. Never mind, never mind. Und hier ist die Straße zusammengebrochen. Na gut. Oh, was haben wir denn da? Irgendwas sagt mir, dass wir da irgendwann mal nochmal hin müssen. Wahrscheinlich wird die Brotherhood of Steel irgendwas wieder klauen. Damit die Leute da wieder ihren fetten Arsch draufsetzen können und sagen können, hey, wir haben Technologie geborgen. Jetzt werden wir sie nicht nutzen, nicht adäquat nutzen. Hauptsache, wir haben Technologie gefunden. Hey, egal. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich den Bus da nochmal hochklettern kann. Deswegen habe ich da lieber den leichten Ausweg genommen und es hat ja auch geklappt. Ah. Okay, hier ist also gar nichts mehr. Außer da hinten die Brotherhood. Zuerst ist noch kein Vertibird abgestürzt. Wenn ihr wüsstet, wie viele Vertibirds in der letzten Aufnahmesession abgestürzt sind. Heilige Scheiße. Also ich nenne ab jetzt die Brotherhood of Steel nur noch die Brotherhood of Red Shirts. Oder sterbende Besatzungsstatisten. Das, ich glaube, wenn ich sage sterbende Besatzungsstatisten, dann wisst ihr eher, was damit gemeint ist. Für alle Nicht-Trackies da draußen. Naja, es hat einen Vorteil, wenn die Brotherhood of sterbende Besatzungsstatisten
Naja, wenn man die verfolgt, dann kriegt man wenigstens noch ein bisschen guten Loot. Ach ja. Hier ist die Anstalt. Aber da scheint auch nichts mehr weiter drin zu sein. Gut, da wollte ich jetzt mal sagen, gehen wir mal zu den Cabots und geben die Mission ab. Dazu müssen wir hier hin. Hier ganz nach unten wieder. Okay. Let's go. Waffenmods, die das Gewicht erhöhen, erhöhen auch die zum Zielen benötigte Zeit. Also sind sie an sich wohl ziemlich scheiße. Nein. Meistens denke ich mir, dass solche Schwermods den Schaden extrem erhöhen, oder? Ja. Naja. Ich muss dringend nachher mal gucken. Ich muss mal ein paar Waffen bei mir aussortieren und ein bisschen was modifizieren. Ich bin jetzt Level 32, interessant. Ah, bis zur 33, ob ich so weit kommen werde, ich weiß es nicht. Ah ja, richtig, die Cabots. Ich erinnere mich, haben hier so einen fetten Security-Tron. Ich gehe ja schon ins Haus. Wow, mach mir nicht so eine Angst. Okay, vor Security-Trons habe ich wirklich Angst, weil... wenn die hochgehen, das ist nicht gerade witzig. Nee, will ich nicht nochmal haben. Untragbar. Emogene ist verschwunden und ich will, dass sie gefunden wird. Sie ist nicht verschwunden, Mutter. Weißt du, wo sie ist? Nein. Aber deine Schwester ist verschwunden und sie muss gefunden werden. Ist Edward nicht da, um die Familie zu beschützen? Ich schicke gerne jemanden los, um sie zu suchen, Ma'am. Es ist kein... Edward hat Besseres zu tun, als jemanden nach Emogene suchen zu lassen. Schon wieder. Ich mache mir solche Sorgen, was Emogene alles zustoßen könnte. Edward wird nicht alles stehen und liegen lassen, nur weil sich Emogene wieder ein Lover geangelt hat. Jack, wie kannst du es wagen, so respektlos über deine Schwester zu sprechen? Emogene ist irgendwo da draußen. Vielleicht liegt sie tot im Graben. Und dir ist es egal. Das hatten wir doch alle schon, Mutter. Warum denke ich, dass wir nach dieser Emogene suchen müssen? Ich kann fassen, dass es dir egal ist, was mit deiner Schwester passiert. Mutter, lass es gut sein, bitte. Was interessant da drinnen? So, bevor wir jetzt aber zu unserem gulischen Freund da drüben gehen, ging mir gerade noch was durch den Kopf. Und zwar angetrieben. Was war das? Beschleunigt die Regeneration deiner Aktionspunkte. Oh. Das lege ich mal an. Und dann lege ich noch das, was wir da vorhin gefunden haben. Und zwar hier scharf. Genau. Das lege ich mal noch an. So, und den Rest gehen wir Curry. Willst du etwas von mir? Ja, ich möchte, dass du ganz viele Sachen nimmst. Wir haben noch des Jägers. Also ja. Naja, damals ein besseres rechtes Bein gefunden. Ich meine, hallo, ein rechtes Bein mit mehr Glück. Warum nicht? So, das kommt raus, das kommt raus, das kommt raus, die kommen raus, das, ja, das hier, das und das. Und jetzt haben wir fast kein Gewicht mehr. So, das da, die Kampfrüstung und das da habe ich nicht an und Teilrüstung. Nee, danke, da habe ich schon was Besseres. Hier haben wir das noch, ja, und den Rest tragen wir. Was haben wir jetzt eigentlich? Wir haben hier Glück. Plus 2 Glück, eine Zündrüstung, ein Harnisch, sehr schön. Zündrüstung, linker Arm mit Antrieb, sehr schön. Und rechtes Bein mit mehr Intelligenz, Halleluja. Und Charisma. Herrlichst. Jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken. Ist das hier bei Stats? Ja. Intelligenz habe ich jetzt 10. Aua. Glück 9, Halleluja. Und Charisma 5. Okay, nehme ich. Alter, Intelligenz 10, das ist saugeil. Glück 9. Also. Hast du rausgefunden, was dem Kurier zugestoßen ist? Ja. Wenn dein Vater hier wäre, würde er jemanden. Nur ein paar Raider, die ihn überfallen haben. Mir gefällt nicht, dass sich Raider bei Parsons rumtreiben. Hoffentlich ist das nicht der Anfang eines Problems. Was ist mit dem Serum, das er bei sich hatte? Konntest du was zurückholen? Ich habe irgendwie nicht so den Eindruck, dass sie sich da oben weiter streiten, oder? Naja, hier, Serum. Eine Ampulle war noch da. Ah, gut. Ich hatte schon Angst, dass wir nichts zurückbekommen würden. Hier ist deine Bezahlung. Ui, ja, du bekommst einen kleinen Bonus, weil du das Serum zurückgebracht hast. Gute Arbeit. Als nächstes kommt dann... Verdammt. Es ist an der Zeit, dass du Wilhelmina kennenlernst. Jack wird darüber nicht erfreut sein. Komm.
Emojin hat einen Liebhaber. Woher wusste ich denn, dass wir die suchen müssen? Ah, richtig, wir spielen ein Spiel. Jack, ich kümmere mich drum. Mrs. Covert, keine Sorge. Ich schicke jemanden, der Emojin sucht. Danke, Edward. Auf dich kann man sich immer verlassen. Warum kannst du nicht so treusorgend sein wie der liebe Edward? Du solltest nicht so nachsichtig mit dir sein, Edward. Das nächste Mal wird es noch schwieriger mit ihr. Ich mache nur meinen Job. Apropos, das ist alles, was von der letzten Lieferung aus Parsons übrig ist. Die Raider haben sich leider den Rest geholt. Ah, gut. Endlich. Das wird meine Mutter beruhigen. Emojin ist Jacks Schwester. Das hast du dir sicher schon gedacht. Sie ist etwas flatterhaft, impulsiv. Von Zeit zu Zeit verschwindet sie. Normalerweise mit einem neuen Liebhaber. Dann schicke ich jemanden los, der sie zurückholt. Sekunde, meint der Herr Bruder will hier durch, so wie es aussieht. Er hat mich jetzt nur schon zweimal umgeschubst. Warum antworte ich daraufhin nicht mal sarkastisch? Großartig. Die Schwester ist noch verrückter als Jack. Sie ist nicht verrückt. Sie will nur, dass die Welt anders ist, als sie ist. Ich weiß nicht, wo sie hin ist, aber ich weiß, wo du mit der Suche anfangen solltest. Sie hat viel Zeit im Good Neighbor verbracht, im Jazzclub dort, dem Third Rail. Dort wird jemand sicher was wissen. Sie ist nicht für ihre Verschwiegenheit bekannt. Was ist, wenn sie nicht nach Hause kommen will? Als Teil der Familie kann man sie nicht einfach bewusstlos schlagen und nach Hause schleifen. Normalerweise langweilt sie die ganze Sache schon längst, wenn ich jemanden losschicke. Und sie kommt freiwillig mit zurück. Dir wird schon was einfallen. Du sollst doch gewitzt sein. Schon vergessen? Ja, ja, mach mal. Jetzt beweg deinen Arsch. Ich will dich nicht mehr sehen. Bring die Schwester wieder her. Und wenn es nur ihr Kopf ist. Okay, let's go. Gut, Neighbor, da wollte ich immer hin. Da war doch ein Waffenhändler, ne? Hatte die nicht da? Das war doch auch so ein Roboter. Die hätte, glaube ich, eine gute Waffe, ne? Also, jetzt müssen wir erstmal Good Neighbor suchen. Wo immer jetzt Good Neighbor wieder war. Ich glaube aber, das war nicht so weit weg, ne? Ah ja, es ist Good Neighbor. Gut. Mr. Gutsy wurde von General Atomics International als Gefechtsalternative zum Hausroboter Rausroboter Mr. Handy entwickelt. Und entschuldigt bitte, ich muss das Fenster auflassen, weil bei mir immer noch eine Themse in der Bude ist. Das ist sagenhaft. Es tut mir leid, dass ihr jetzt dieses Motorrad ertragen musstet. Jede Waffe, die du hier siehst, könnte den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten, Baby. Ja, mit so einem Fatman jagt man sich auch gerne mal selber in die Luft, nicht wahr? Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Kauf gleich mehrere Exemplare, falls dir mal langweilig wird. Naja, langweilig denke ich nicht. So, warte mal. Waffen. Okay, die hat... Achso, das war ins Kleidung. Hier. Ach, richtig. Die hatte den Raketenwerfer. Ja, ich erinnere mich. Okay. Okay, gut. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Kann ich ein bisschen was von dir bei dir loswerden? Denken wir schon. Hier, guck mal hier. Zum Beispiel die Impro-Pistole. Das können wir mal machen. So, wartet mal ganz kurz. Ich muss mal eben schnell mich an Curry wenden. Hey, du brauchst etwas. Ja, ich brauche das ganze Zeug, was du hast. Die Splittergranaten kann sie behalten. Kampfrüstung. Oh ja, die können wir jetzt mal hier alle loswerden. Das Revolutionärsschwert auf jeden Fall nicht. Weil ich gebe zu, ich möchte gerne Schwerter sammeln. Das kann weg und das kann weg. Oh, ich rieche was Schönes. Ich hoffe, du kaufst was. Selbst ein Mädchen mit einem ganzen Waffenarsenal muss sich schließlich seinen Lebensunterhalt verdienen. Aber sowas von. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Dann starten wir dich mal aus, Killer. Oh yes. Oh yes. Und zwar, deine. Oh, tolles Kommentar, Lutz. Wo hast denn das her schon wieder? Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, das da. Und das da. So, jetzt gucken wir mal. Wo sind deine Munitiones? Oh yeah. Immer her damit. Jetzt mal wieder 45er gekauft, weil 45er ist awesome.
offensichtlich. So, kaufen wir mal 99. Und hast du 10 mm. Oh, dieser Roboter, ich hab ihn lieb. Noch fett 10 mm gekauft. Ah, so und nicht anders muss das sein. So, jetzt habe ich doch nur noch 400 Krokocken, aber. Jawohl. Und oh, herrlichst. Ne, das nicht. Das da. So. Und dann R gedrückt. Genau so. So war das mit dem Wegstecken. Gut. Hier sind wir wieder in Good Neighbor. Wer auch immer diese stählerne Bruderschaft ist, diesen Schwachsinn von wegen, wir kommen in Frieden, kaufe ich denen nicht ab. Nein, sie kommen um zu sterben. Also wirklich, die stürzen immer zu ab. Vor dem müssen sie sich nicht fürchten. Wenn sie pupsen, kippen die um. Und das ist noch nicht mal unbedingt übertrieben gesagt. So, The Third Rail. Okay. Hab ich jetzt verlesen? Was ist Rail? Ich wusste mal, was Rail ist. Ich hab's wieder vergessen. Egal. Hallo, Mr. Hood. Hancock sagt, dass Neuankömmlinge im Third Rail willkommen sind. Also geh ruhig rein. Okay. Kein Problem. Guck mal, was gibt's denn hier so? Oh, Toiletten. Das ist kaputt. Ja, das hat Tortenpilze. Mm. Da möchte ich wirklich meine Notdurft verrichten. Ja, nee, nicht wirklich. Okay, und hier kann man. Also, na gut, hier zu plündern wäre ein bisschen blödsinnig, weil. Ja, das wäre dann schon. Angenehmen Aufenthalt. Oh, danke. Ist das jetzt hier so ein Ghoul-Bordell wie in New Vegas? Dann möchte ich gerne wieder gehen. Was ist das wohl bloß eine Bar? Mit einer Sängerin? Ist das ein menschlicher? Wieder einer von euch selbst. Sie ist ja menschlich. Cool. Sprich mit sicherlich ihm hier. Und wenn du kein Bier bestellst, dann bist du gefallen. Kennst du Imogen Cabot? Den Namen kenne ich. Ist sie nicht ein wenig verrückt? Hab sie länger nicht mehr gesehen. Sprich mit Magnolia. Sie hat viele Freunde. Vielleicht weiß sie mehr über das vermisste Vögelchen. Magnolia, dieses Mädchen will mit dir reden. Wupp, Musik abgebrochen. Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigung, ich brauche Informationen. Was ist los, du süßes Ding? Sag nicht, dir hat das Lied nicht gefallen. Ich hab dich ganz zugehört, wenn ich ehrlich bin. Ich hab das Lied noch nie zuvor gehört. Von wem ist es? Von mir. Ich singe nur eigene Lieder. Du hast irgendwie etwas Besonderes an dir. Warte, sag nichts. Ich will es erraten. Ah, genau. Du hast diese Niemand hier ist klüger als ich und das weiß ich auch Haltung. Intelligenz ist einfach unwiderstehlich, findest du nicht auch? Also, was führt eine Frau wie dich in meine Ecke der Stadt? Der Schnaps, die Musik, was denkst du? Was denkst du denn? Wir sind alle hier, weil wir etwas vergessen wollen, oder? Ich glaube, wir beide werden uns sehr gut verstehen. Jetzt bin ich wohl dran, Fragen zu beantworten, oder? Also, was kann ich für dich tun? Wir können mit dir flirten. Ich würde dich gerne besser kennenlernen. Verlockend. Aber leider bin ich mit der Bühne verheiratet. Das ist cool. Okay. Magnolia. Schön, dich wiederzusehen. Kann ich was für dich tun? Was machst du eigentlich? Wieso kann ich jetzt noch... Na egal, wir fragen nach. Frau Cabot. Kennst du Imogen Cabot? Imogen? Natürlich kenne ich sie. Ich habe sie schon länger nicht mehr gesehen. Bist du mit ihr befreundet? Weißt du, wo ich sie finden kann? Das hängt wohl davon ab, warum du nach ihr suchst. Geht dich nichts an, Familie macht sich Sorgen, versuche ihr zu helfen, Familie hat mich angeheuert. Wir sind ganz offen, ganz ehrlich. Ihre Familie hat mich angeheuert, damit ich rausfinde, was mit ihr ist. Dann kann ich es dir bestimmt sagen. Oh, cool. Muss wissen, wo sie ist. Ja, okay. Ich brauche nur zu wissen, wo sie ist. Da war so ein Prediger, der immer hergekommen ist. Einer von den allglatten Typen. Die immer von einem besseren Leben reden. Die meisten Kunden haben ihn nicht beachtet. Aber Imogen fühlte sich wohl zu ihm hingezogen. Er war wirklich gut aussehend.
intensiv. Einige Frauen finden das unwiderstehlich. Ham, kannst du bitte mal kurz kommen? Irgendwie habe ich gerade so das Gefühl, dass mir dieser Typ nicht gefällt. Wer hat es hier so gerufen? Oh nein. Diese Lady hier sucht nur nach Imogen. Weißt du zufällig, wo dieser Prediger herkam? Bruder Thomas? Ja, genau. Der, an dem Imogen immer dranhing. Ich musste ihn rausschmeißen. Er hat die Kunden mit diesem Erlösungsquatsch belästigt. Er hat immer gesagt, dass alle nach Back Bay kommen sollten. Dann hat er allen diese blöden Zettel unter die Nase gehalten. Hier, den habe ich aufgehoben, falls er die Zeche geprellt hätte. Danke, Süßer. Du warst uns eine große Hilfe. Für dich tue ich doch alles. Ich hoffe, Imogen geht's gut. Mir gefällt der Gedanke nicht, dass sie vielleicht mit diesem Prediger durchgebrannt ist. Das hört sich wirklich nicht gut an. Scientology 2.0. Okay, das werden wir aber dann in der nächsten Folge herausfinden. Bis dahin, Schausen.